Hallo und herzlich willkommen zum ersten Winter im ersten Jahr. Und ich bin gespannt, was sich im Winter alles so verändert hat. Entschuldige, was gestern bei mir passiert ist. Meine Mutter kann manchmal echt schlechte Laune haben. Vergiss bitte einfach, dass das passiert ist. Penny. Ja, keinen Stress, das kann mal so passieren. Das würde ich dir sicher nicht übel nehmen. Die Schokotorte kann weg. Dann habe ich so ein Ding für den lieben Gunther. Habe ich hier die Mayonnaise. Kann mein Kätzchen lieb haben. Hoffe, dass das nicht gefriert, das Wasser. Bin mal gespannt, ob die wachsen. Oh, im Winter kommt ihr ja vermutlich nicht raus, ne? Oh, das Heizgerät tut seinen Job scheinbar ganz automatisch, ohne dass ich was dazu tun muss. Und noch habt ihr ja genug Futter. Das heißt, ich muss jetzt sowieso wahrscheinlich jeden Tag zu euch hereinschauen. Oh, eine Schneesüßkartoffel, richtig gut. Das nächste sammeln nämlich, wo ich brauche. Hallo, einmal liebhaben. Und dann würde ich gerne melken. Eine normale Milch, glaube ich. Ja, eine normale Milch. Aber auch gut. Hat sich hier nicht was bewegt. Nein. Da drüben war's. Und leider war es nur Lehm. So, dann schauen wir doch mal, ob sich hier sonst noch was findet, was Schönes. Und dann stecke ich doch eins von euch Goldeiern nicht in die Maschine. Ich stecke nämlich dich in die Maschine. Und dann könnte ich die zwei Goldeier nämlich eigentlich verschenken gehen. Bin mir sicher, ich kenne da zwei Leute, die das mögen. Oh, wer bist du denn? Okay, tschüss. Muss ich das verstehen? Okay, was ist das denn? Ah, zurück Übersetzungsleiter. Ich glaube, das muss ich nicht verstehen, oder? Oder doch? Was brauche ich denn jetzt noch? Kristallfrucht habe ich. Süßkartoffel habe ich. Eins fällt doch noch. Winterwurzel habe ich ja schon abgegeben. Warum renne ich schon wieder mit vollem Inventar durch die Gegend? Ein Wintermysterium. An einer Bushaltestelle hattest du eine Zufallsbegegnung mit einer seltsamen Person. Als ich dich sah, floh sie Richtung Stadt. Ob es dort einen Hinweis auf ihren Aufenthaltsort gibt? Ich weiß es nicht. Erstmal den Kalender anschauen. Die Geburtstage. Bald hat Linus richtig gut. Fest des Eises, Fest des Wintersterns. Nachtmarkt. Okay. Wir werden gespannt sein dürfen. Ich weiß es nicht, ob es hier etwas gibt, wo es auf das Geheimnis schließen lässt. Dieser komischen Person. Auf jeden Fall den Mülltonnen finde ich nicht besonders viel. Ich kann mal zum Strand gehen. Oder vielleicht bist du ja in die Kanalisation abgetaucht. Aber ich glaube, das werden wir so nicht herausfinden, wenn ich da noch nicht hineinkomme. Es ist verschlossen. Vielleicht weiß ja Gunther was. Zudem musste ich ja heute sowieso. Oh, seht, was wir da haben. Das wollte der Demetrius in seinem Bündel. Richtig gut. Ausnahmsweise ohne das mitzunehmen. Ist bei mir auch schon ein Fortschritt. So, hier gibt's nichts. Richtung Stadt. Ich weiß ja nicht, wo das Viech hin ist. Ich weiß es nicht. Ich wüsste es aber gerne. So. Gibt es hier irgendwas Interessantes? Einen Seeigel. Dann nehme ich dich doch auch noch mit.
Dann würde ich sagen, gehe ich ins Gemeinschaftszentrum. Und dann kann ich ein Bündel von Demetrius abschließen. Und zumindest, dann habe ich 3 von 4 von Winter sammeln. Richtig gut einfach, richtig gut. So, aber zuerst geht's zum Gunther natürlich. So, stromert hier irgendjemand rum? Sieht nicht so aus. Vielleicht gibt es dort Hinweise. Wo soll ich hier bitte Hinweise finden? Im Müll von Gunther schon mal nicht. Hallo Gunther, ich habe Glasscherben für dich. Oh, aber ich kann nicht mit dir reden. Das finde ich schade, sonst habe ich nichts. Weißt du was über dieses komische Monster? Nein, du kannst mir nur sagen, dass ich keine Artefakte und nichts mehr habe. Das ist schade. So, hier gibt es auch nichts drin. Dann wollen wir mal da hochlaufen. Schauen, ob sich hier irgendjemand versteckt. Aber auch das sieht nicht so aus. Ja, gut. Spiel, was erwartest du von mir? Danke für die 2. Kristallfrucht übrigens. Ja, und hier geht's nicht weiter. Hier ist nichts mehr. Oh, das ist doch sicher das Ding da oben, das ich noch sammeln muss. Dann kümmere ich mich jetzt erstmal darum, würde ich sagen. Aber wo die hin ist, das geht mir noch nicht so aus dem Kopf. Krokus. Dann geben wir doch mal sammeln ab. Ich hoffe jetzt, dass ich nicht was anderes brauche. Das wäre ziemlich bitter. Oh, und dann sollte ich ja ein Bündel komplett haben. Also einen Raum vielleicht sogar. Ja, genau die Pflanzen, die ich brauche. Richtig gut. Bündel komplett. Und 30 mal Wintersaat. Richtig gut. Dieses Haus steht seit Jahren leer. Die Bäume sind eingezogen und wir mit ihnen. Oh, sehr schön, dankeschön. Oh, und jetzt sieht dieser Raum auch etwas bunter und farbenfroher aus, würde ich mal so sagen. Ich meine, schaut euch das mal an. Kann ich in der Schreibmaschine was machen? Leider nein. Sind tolle Dinger, die Schreibmaschinen, eindeutig. Oh, und er holt den 2. Stern. Stimmt, dann läuft er mir hinterher, richtig gut. Oh, und fischen muss ich auch noch fischen, Winter. Feldforschung. Damit hätte ich das nämlich komplett. Da bin ich mal gespannt, was ich dann davon habe, wenn sie die Brücke repariert haben. Ob mir das irgendwas bringt. So, das wird da heute noch nicht der Fall sein, sondern schon morgen vermutlich. Was mache ich denn? Ich wollte ja zurück in die Stadt nach diesem mysteriösen Ding suchen. Auch wenn ich nicht glaube, dass ich besonders fündig werde. Hier hat sich's ja auch irgendwo versteckt. Oder wollen mir die Spuren irgendwas sagen? Ich glaube nicht. Doch. Schattentyp. Huch, du hast mich erwischt. Es tut mir leid. Nimm es. Es sah wertvoll aus. Deswegen konnte ich nicht anders. Okay. Du hast die Lupe erhalten. Jetzt bist du in der Lage, geheime Notizen zu finden. Diese Notizen enthalten seltene und nützliche Informationen. Du findest sie im Kollektionstab. Was ist der Kollektionstab? Bitte? Hier? Spiel verlassen, Optionen. Hier nicht vermutlich. In der Karte auch nicht. Soziales sowieso nicht. Hier oder wie? Ja, und was nützt mir das jetzt? Wie finde ich versteckte Notizen?
Kann ich die irgendwie ausrüsten? Nee. Und wie finde ich jetzt die versteckten Notizen? Okay, Spiel, ich muss sagen, du bist etwas seltsam manchmal. Aber gut. Aushängen tut ja nichts. Dann statten wir doch hier einem Alex einen kleinen Besuch ab, so er denn da ist, was er nicht ist. Wo bist du denn? Bist du schon auf deinem Gitterballspiel? Ich weiß es doch nicht. Sehen tue ich dir auf jeden Fall nicht gut. Dann gehe ich nach oben zum Teich und versuche einen Stör zu fangen. Denn du fällst mir noch. Hallo Abigail. Nun, der Herbst ist vorbei. Aber ich mag auch den Winter. Und hoffe, dass der nur überhaupt noch da ist um diese Tageszeit und dass ich den fangen kann. Vermutlich ist er mir nämlich noch zu schwer, würde ich mal meinen. Aber gut, jetzt habe ich auf jeden Fall eine komische Lupe bekommen. Oh, halt, halt. Alex. Ein Geschenk für dich. Du hast heute bereits... Hä? Nein, habe ich nicht. Neuer Erfolg, klicken. Okay. Wieso klicken? Ich habe doch mit Alex jetzt lediglich 5 Herzen. Das habe ich mit vielen auch auf Sicht. Brauche ich mit ein paar Leuten 5 Herzen oder so? Ich weiß es nicht. So, richtig gut. Oh, ich muss heute Abend dann noch dran denken, das Zeug auszusäen. So. Oh, und da oben sind Stielchen. Muss ich dann nachher noch hin? Wollen wir doch mal schauen. Du bist nicht der Stör, glaube ich zumindest. Ich glaube, der Stör ist ein böser Fisch. Das heißt böser Fisch, aber einer, der immer so hin und her springt, vermutlich. Wenn wir den heute auch noch fangen, hätten wir einiges in Gemeinschaftssendung geschafft. Ist da auch was für Gunther drin? Nein. Also ist auf jeden Fall schon mal Forellenbarsch. Ich weiß es noch nicht. Einmal Köder. Okay. Wir nehmen es mal hin. Den brauche ich jetzt ja. Denn den letzten wollte ja die Jodie für ihr gelbes Curry verwenden. Das ist doch wieder der Forellenbarsch, oder? Oder du bist ein bisschen zu schwer für einen Forellenbarsch? Nein, du bist einer. Ich will nie mehr was sagen. Ich liege immer falsch. Das ist doch bestimmt der Stör, den ich nicht bekomme. Oder? Nein. Weil es so ein immer so schnell nach unten, weil es sich die Maus manchmal nicht richtig löst. Das ist doch schade. Aber jetzt weiß ich zumindest, dass der Stör ein sehr schwieriger Fisch ist. Was für mich heißt, ich werde lange brauchen, um den zu bekommen. Warum spinnt denn meine Maus gerade so rum, selbst bei den Einfachfischen? Oder einfacher? Das finde ich doch nicht so gut. Ein Barsch. Ich weiß nicht, ob ich dich je hatte. Bis jetzt. Vermutlich ist jetzt dann die Störzeit auch bald vorbei. Aber richtig gut, fast jeder Ding ein Treffer. Jeder Angelversuch. Fast. Liebes Fischi. Danke. So. Einmal gemischte Saat. Dann werden wir noch ein oder zweimal angeln und dann gehen wir nach Hause. Ich bin mal gespannt, wenn das Spiel uns genau erklärt, was mit dieser Lupe auf sich hat. Oder was mit dem Skelettschlüssel auf sich hat. Den schleppe ich jetzt ja auch schon seit einigen Tagen herum.
weiß nicht wozu. Denn ich habe, das hat mir noch irgendwie nichts gebracht. Tut mir leid, ich wollte gerade reden, um mich zu konzentrieren, aber der Fisch ist mir eindeutig zu schwer. Den schaffe ich noch nicht. Auch wenn ich das sehr schade finde, aber da kann man leider dann nichts machen. Oh, stimmt, ich wollte... Oh, hier gibt es noch kleine Stielchen. Was soll ich jetzt sagen? Ach ja, zum lieben... Sam gehen wir dann heute nicht mehr, da bekommst du einen irgendwann. Wenn ich es nicht vergesse, aber vermutlich vergesse ich es. So, eine Mayonnaise ist fertig. Richtig gut. Habe ich noch ein Ei, außer das, das wo ich verschenken will? Nein, habe ich nicht. Dann bekommt da leider auch keins mehr rein. So, die Mayonnaise wird verkauft. Einer von euch, beide von euch, einer von euch. Der Seeigel wird verkauft. Das andere lasse ich mal, denn das habe ich ja noch nicht. So, dann. 2, 3, 4. So, dann haben wir 8, 16, 24, 32. Das heißt, es reichen mir 4 Sprinkler. Finde ich richtig gut. Vermutlich wird ihr im Winter keinen Honig produzieren, liebe Bienchen. Könnte ich mir zumindest mal vorstellen. Aber ich lasse die Bienenhäuser da trotzdem stehen. Und für den Sommer, genau, für den Sommer, für den Frühling vor allem, muss ich mir dann eine andere Felderkonstellation raussuchen, weil das geht ja so mal gar nicht. Also ich muss das ein bisschen sinnvoller anordnen, würde ich meinen. Aber da habe ich ja noch Zeit. So, dann schön dahin, dass es auch ja alles automatisch bewässert wird. Ja, ja, das ist schön für dich. Jetzt habe ich mich verpflanzt, das geht ja mal gar nicht. Ja, ja, Fledermaus, ich kümmere mich schon noch um dich. Nerv mich bitte nicht. Und du nervst mich doch. Das finde ich gar nicht gut. Ich kann ja mal morgen schauen, was ich noch brauche für diesen komischen Köder. Für den von Linus oder für den anderen, je nachdem. Nein. Das wollte ich. Nein. Ich wollte dich mitnehmen. Denn. Was packe ich denn jetzt weg? Immer so diese. Entscheidungen hier. Ich mach dich einfach da so her. Und dann solltest du ja das bewässern. Ich gehe jetzt nicht mit dem Bienenhaus. Dann stelle ich das Bienenhaus mal da ein bisschen weg. So. Dann muss ich euch alle noch angießen, natürlich. Ich hoffe jetzt, das funktioniert auch. Denn... Ich will nicht, dass mir das hier alles zugefriert. Aber das wird schon werden. Würde ich mal so sagen. So. Wenn wir das da alles angegossen haben, muss ich noch ein bisschen Zeug verkaufen. Und dann denke ich, ist der Tag auch herum. So, dich verkaufen wir, dich verkaufen wir. Dich verkaufe ich auch. Dann kommt das natürlich noch in dieses, obwohl die Fackeln kommen weg, werden auch verkauft. Dann kommt die Brille in die Recyclingmaschine und das andere Zeug kommt hier rein. Zack, das kommt nach oben, damit ich das nicht vergesse. Ich mache das aber so.
Dann sehe ich das nämlich besser. Dann kommen die Blümchen weg. Das kommt weg. Oh, ich habe ja noch eine Recyclingmaschine. Richtig gut. Stimmt, die habe ich ja bekommen von Demetrius. Kann ich die auch nur aufstellen. Dann Lehm kommt woanders hin. Und Ding kommt weg. Die Milch, die wird verkauft. So, Milch wird verkauft. Wo der Lehm hinkommt, finde ich auf die Schnelle bestimmt nicht so schnell. Doch, hier. Und ja, ich bin schon auf dem Weg ins Bett. So, gute Nacht. Dann wollen wir doch morgen gleich mal schauen, wo uns diese Brücke hinführt. Das hat mich jetzt ziemlich neugierig gemacht. So, Fortschritt wurde gespeichert. Aber zuerst schauen wir Fernsehen. Was? Was? Ich dachte, heute kommt Leben vom Land wieder. Richtig schade. Hey, ich habe eine kleine Herausforderung für dich. Fang mir einen Tintenfisch. Du kannst sie nachts aus dem Ozean fischen, allerdings tauchen sie nur im Winter auf. Ich glaube, daran werde ich eine Weile sitzen. Vielleicht hat dich herausgefordert, einen Tintenfisch zu fangen. Er sagt, du kannst im Ozean in Winternächten fischen. Bringe Willi einen Tintenfisch, denn die sind ja vermutlich sehr schwer zu kriegen. Würde ich mal meinen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. So, dann mit zwei Recyclingmaschinen und zweimal verfeinerter Quarz. Und das Kätzchen, dem ist kalt, das wärmt sich. Oh, geh halt ins Haus. Ich kann gerne die Haustür für dich offen stehen lassen, damit du da gut reinkommst. Hallo, liebe Hühnchen. Ich hab euch lieb. Und ich werde sehr verbunden. Und jetzt geht's auf einmal wieder, ne? Mit mehr Heu nehmen. Das hat auch letzte oder vorletzte Folge nicht funktioniert irgendwie. Dann kommt das wieder da rein. Und dann wollen wir in unseren Stall gehen und da nach dem rechten sehen und eine Milch natürlich mitnehmen. Hallo. Und natürlich auch neues Heu auslegen. Und eine Milch. Ja, ich will dich nicht doch mal melken. Keine Angst. Jetzt habe ich natürlich da oben schon wieder keinen Platz frei für das Heu, so. Eine interessante Animation. Dann wollen wir mal in die Stadt. Hatte ich sonst noch was vor? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Gut. Da gehe ich jetzt aber mal unten rum. Und schau, was hier so los ist. Ob sich vielleicht hier irgendwas nennenswertes Neues getan hat oder ob es irgendwas zum Ausgraben gibt oder so. Und dass du da wachsen möchtest, das finde ich gar nicht gut. Denn das ist keine Position, die mir sehr gefällt. Gibt es da irgendwas? Ist die Händlerin vielleicht da? Nein. Schade. Aber hier gibt es was zum Ausgraben. Nein, nicht mit Brombeeren ausgraben. Einmal gemischte Saat natürlich. Wie hätte es auch anders sein können? Natürlich Steine, Lehm oder gemischte Saat ist das, was natürlich am häufigsten ist. Warum überrascht mich das nicht? Oh, wollte ich gerade mit dir gruseln. Hallo Vincent. Mama lässt mich heute nicht Süßes mehr essen und wir haben jetzt 9.20 Uhr. Oh. Oh, hi Corny. Ich wollte mir nun gerade einen Snack holen. Warte, für dich ist sicher auch was da. Oh nein, was für eine Sauerei. Was war das für ein Geräusch? Du liebe Himmel, was ist passiert?
Sag's ihr, Corny. Sam hat den Snack fallen gelassen, als er ihn geben wollte. Sam hat mir den Snack gegeben und ich habe ihn fallen lassen. Sam hat ihn absichtlich fallen lassen. Er dachte, das wäre lustig. Nein, ich sage ihr die Wahrheit. Er hat recht, genau so war es. Danke, dass du nur die Wahrheit gesagt hast, Corny. Das ist kein Problem. Tut mir leid, Mutter. Ich mach schon sauber. Dank dir. Hallo. Wo ist denn der Sam? Hi, hast du es nicht satt, dass dich die Leute da unten was über deinen Hof fragen? Mich würde das jedenfalls nerven. Och, geht schon, geht schon. Ah, da bist du. Hallo. Hockst du jetzt traurig im Bett? Das finde ich ja gar nicht gut. Kann ich da durchlaufen? Ja, hallo. Tut mir leid wegen vorhin. Wieso tut er das? Braucht er nicht leid zu tun. Das passt schon. Danke, ich merke das wirklich. Also wenn... Vor allen Dingen ist doch nichts passiert. Also warum solltet ihr das leid tun? Ganz ehrlich. Das verstehe ich nicht. Das siehst du ja wohl kaum. Sehr gut. So, was gibt's? Wie mache ich jetzt diesen komischen Fallenköder da? Kupferbarren und Harz, das habe ich nicht dabei. Das heißt, ich werde es einfach mal auf gut Glück probieren, wie weit ich komme, ohne diesen Köder. Oh, und jemand möchte was von uns. Wer möchte etwas? Kupfererz. Ja, kann ich machen. Morgen ist ja kein besonderes Festival oder so. Das heißt, morgen hast du auf. Das heißt, das funktioniert. Hallo. Hey, letzte Nacht habe ich komische Geräusche gehört. Heute Morgen bin ich aufgewacht und die Brücke im Steinbruch war vollständig repariert. Stimmt, da wollte ich auch nicht hin. Ein Wunderwerk der Holzverarbeitung. Stimmt, da wollte ich ja auch noch hin. Dann mache ich das jetzt. Okay, alle Pläne über den Haufen geworfen. Ich gehe jetzt nicht angeln. Ich gehe jetzt zu dieser komischen Brücke. Die ist ja hier irgendwo rechts, glaube ich. Wahrscheinlich bin ich jetzt einen ziemlich dusseligen Weg dahin gelaufen. Aber egal. Dann schauen wir mal, was sich da so ergibt. Nein, nicht hinter dem Julia-Markt rumlaufen, so. Aber immerhin zwei haben wir schon mal. Das ist doch auch schon ein Fortschritt. Auch wenn es meiner Meinung nach gerne schon etwas schneller gehen könnte. Hey, wo komme ich denn da hin? Huschle ich mal bei dir in der Mülltonne dafür. Und beim Gunther natürlich auch. Hey, wie komme ich da hin? Oder ist das so weit unten? Hä? Ich check's nicht. Kann ich da mit der Mine hinfahren? Ja. Gut. Oh. Richtig gut. Kann ich mit euch interagieren? Nein. Das heißt, vermutlich ist es tatsächlich hier nur, um Materialien zu bekommen. Aber es finde ich gut, vor allem, wenn ich da Amethysten schon mal bekomme. Und vielleicht, ganz vielleicht droppt er die ein oder andere Geode. Ich hoffe es zumindest sehr. Oh, hier würde sich eine Bombe richtig lohnen, aber ich habe kein Eisenerz dabei, ne? Ja, so kann es gehen, ne? Aber das finde ich gut, natürlich. Oh, was ist denn das für ein komischer Stein? Den kann ich bestimmt noch nicht abbauen mit meiner Spitzhacke. Oder? Gold-Erz und Iridium-Erz. Richtig gut. Ah, okay. Die scheinen Deko zu sein und in der Deko habe ich nichts verloren beim Abbauen. Gut, habe verstanden. Aber die Steine gefallen mir. Dann nehme ich mir jetzt Eisen-Erz. So, kann ich mir jetzt schon eine Bombe basteln? Nein. Weil ich brauche 4 Eisenerz. Gibt's ja noch. Da drüben gibt's noch. Denn es würde halt den riesigen Bereich freiräumen, vermutlich hier. Zumindest glaube ich, dass es richtig nützlich wäre. Hier so zum Beispiel. Und natürlich hat es mich noch erwischt. Jo. Hat einen Bereich freigeräumt, aber rein gar nichts Nützliches.
Das finde ich schade. Aber immerhin ist jetzt ein großer Bereich frei. Denn ich glaube, hier kann ich den gesamten Tag hacken. Aber hey. Das passt schon. Ich weiß auch nicht, es wird sich kaum täglich resetten. Vermutlich entstehen jeden Tag wieder ein paar mehr Steine. Sprich, das heißt, vielleicht in einem Monat oder so, also in einer Jahreszeit oder so, komme ich hier dann wieder her. Vielleicht auch schon früher und schaue mir das an. Aber das finde ich gerade richtig gut. Denn so bekomme ich viele Steine, viele Mineralien. Und ein Topaz natürlich, richtig gut. Und ja, das gefällt mir eigentlich. Ob das jetzt das nötigste aller Bündel war, weiß ich nicht. Aber hey, ich komme an Iridium-Erz. Das ist doch auch schon mal was. Obwohl ich glaube, dass da irgendwann später im Spiel noch eine andere Möglichkeit gibt, an Iridium-Erz zu kommen. Weil das kann ja wohl kaum sein, dass ich hier durch Zufall zwei Dinge gibt, wo Iridium-Erz droppen. Und die einzige Möglichkeit ist, wieder ein halbes Jahr zu warten hier und die abzubauen. Außer es resettet sich täglich. Aber selbst dann fände ich es ziemlich gemein vom Spiel. Ehrlich gesagt. Ich habe eine normale Geode, sonst gar nichts. Das finde ich jetzt echt schade. Dass das Zeug hier so selten ist. Aber kann man nichts machen, ne? Kann man nichts machen. Ich weiß nicht, ob unser Minenlevel auch hochgeht, wenn wir einfach Stein erbauen. Falls ja, sollte sich da auch mal irgendwann wieder was tun, würde ich sagen. So, jetzt haben wir noch ein paar Mal Holz. Und dann würde ich sagen, ist dieser Bereich komplett frei. So, dann sage ich doch vielen Dank, liebe Junimos. Jetzt wollte ich eigentlich noch angeln. Aber ich denke, mit meiner Energie kann ich das vergessen. Aus, ich trinke eine Milch. Bringt die viel? Es geht so. Ein-, zweimal angeln ist schon drin. Und da ich danach ja von hier nach Hause fahren kann, würde ich sagen, das passt schon. Ich finde es richtig gut, dass es schneit. Grünei kann ich jetzt auch noch essen. Es schneit. Es schneit. Kommt alle aus dem Haus. Ich weiß, dass ich nicht ziehen kann. Ich höre ja schon wieder auf. So. Konzentrieren wir uns mal ein bisschen auf diesen Forellenbarsch oder was das ist. Ich vermute, es ist einer. Nein, es ist ein Kohlbarsch, das mir irgendwie sehr schwer gemacht hat von den Kohlbarsch. Finde ich zumindest. Komm. Das war mein Fehler, das hätte perfekt sein können. Und noch ein Kohlbarsch und einen Versuch haben wir noch, würde ich sagen. Das ist doch wieder der Stör. Aber den kriege ich doch nie im Leben. Das kann ich vergessen. Da muss ich doch schauen, ob ich mir zu Hause so ein Ding herstelle. So ein, wie heißt es denn? So was Komisches, mit dem man so einen Fallenfischköder, danke. Mit dem man die Fische besser fängt. Oh, ist richtig gut. Ist auch was Schönes drin. Gemischte Saat. Und da Steine oder Lehm? Lehm. Das war wieder fast klar. So, dann verkaufen wir dich. Und dich. Und die Jade natürlich. Denn damit wird sich vermutlich viel verdienen lassen. So. Und mal endlich nicht nur Fackeln. Dann machen wir Brombeergelee.
Nein. Entschuldigung. Na, mein Fehler. Und Kohle bekommen wir. So. Das Gelee kommt da mal rein. Dich lege ich nach oben. Das habe ich aber woanders. Das kommt raus zum Verkauf. Das große Ei kommt in die Mayonnaise-Maschine. Und jetzt wird es verkauft. Das da. Und zwar Verfahren des Quarz, einfach weil. Ach, da, zwei von den drei. Oder wie viel habe ich denn noch? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, wo ich euch habe. Denn ich blicke bei meinem eigenen System nicht mehr durch, wie ihr vielleicht merkt. Ach ja, das ist nicht gut. Da waren Amethyste drin. Habe ich doch gerade gesehen. Habe ich da Topas drin vielleicht? Nein, aber Golderz dafür. Wo habe ich denn den Topas? Ich weiß es nicht. Du komm jetzt mal da. Hm? Ach so. Stimmt, ich muss ja morgen noch zum Clint. Das geht schon morgen noch, ja. Gut, dann werden wir mal wieder tricksen. Falls das noch funktioniert und ich mit dem Update rausgepatcht wurde. Ich hoffe, es funktioniert noch. Hört sich nicht so an. Ach nee. Sagt nicht, das hat man rausgepatcht. Ach doch. Rede mit Clint. Okay, es hat funktioniert. Sehr schön. Ich habe das Kling nicht gehört. Wenn man das rausgepatcht hätte, hätte mich das wirklich geärgert. Denn das macht das ganze einfache Ding kaputt. Denn so ist es wirklich einfach und so macht es Spaß für meine Begriffe. Gut, dann würde ich sagen, war's das mit dieser Folge Let's Play Stardew Valley und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen.